Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report in der südlichen Toskana, und zwar in Talamone. Da im Moment Covid-19 noch unser Leben prägt, sind wir 3 Tage nach Öffnung der Grenzen zu Italien losgezogen, um ein paar Top-Kite- und Windsurf-Spots auf dem Weg nach Sizilien zu testen. Hier nun mein Spot-Report. Gestartet sind wir mit unserem Kastenwagen in Köln und waren mit einer Übernachtung in den Alpen am nächsten Nachmittag in Talamone. Wer das Glück hat, im Alpenvorland zu leben, hat die Möglichkeit, die Tour an einem Tag zu schaffen. Der Kite- und Windsurfbereich wird sichelförmig eingerahmt und ist nach Südosten geöffnet. An der Spitze liegt die Ortschaft Talamone. Durch die geschlossene Form der Bucht und dem großen Stehbereich am Strand gehen hier fast alle 3 vorherrschenden Hauptwindrichtungen. Die Thermik bläst im Sommer onshore aus westlicher Richtung. Im Frühjahr und Herbst kommt ordentlich Wind und Welle mit dem Scirocco aus südlicher Richtung. Aber es gibt auch Tage, da ballert die Großwetterlage auch mal aus nordöstlicher Richtung. Und diese Tage sind bei ablandigem Wind, bei spiegelglattem Wasser der Traum aller Freestyler. Aber Achtung! Bei Ablandigkeit sollte man schon wissen, was man tut. Schauen wir uns den Einstiegsbereich an. Wie man sieht, kann man aus dem Fahrzeug heraus aufs Board steigen. Der WOMO-Abstellplatz und Parkplatz für PKWs ist direkt am Strand. Besser geht es nicht. Ein Campingplatz ist auch nur ein paar hundert Meter weiter links Richtung Talamone. Hier im Strandbereich sind die lokalen Kiteschulen angesiedelt. Und wie es sich für den Homespot von Roberto Ricci gehört, bekommt man hier alles, was das Surferherz begehrt. Shaped in Italy. Der Stehbereich in Grün ist echt groß und Anfänger kommen hier voll auf ihre Kosten. Außerhalb des Stehbereichs ist der Spielplatz riesig und Windsurfer wie Kiter können hier Schläge machen, bis der Oberschenkel brennt. So, jetzt mal den Hintern raus aus dem WOMO und wir schauen uns den Spot noch näher an. Wie man sieht, ist der Strand ein Naturstrand, der nicht unbedingt zum Chillen und Sonnenbaden einlädt. Ja, durch den großen Stehbereich kommen hier selbst die Kleinsten sicher aufs Wasser. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit aufs Wasser. Anja, die windsurft, ist schon vorgefahren. Der Wind bläst heute aus südwestlicher Richtung mit 19 bis 23 Knoten und mit meinen 75 Kilo bin ich mit meinem 9er Kite gut aufgestellt. Da die Toskana nicht gerade die südlichste Ecke in Italien ist, kann es im Winter und Frühjahr sogar auch mal um die 10 Grad Außentemperatur sein. Aber im Rest vom Jahr ist es meist angenehm warm. Ja, ein super schöner Spot hier. Hat schon auch zur Zeit ganz schön kühl und wuhu. Aber richtig schön gefahren. Mega Spaß. Der Spot ist wirklich für alle Könnerstufen gemacht und über den Stehbereich hinaus ein Top-Revier für Hydrofoiler und Speedfahrer. Über Windstatistiken und Material lässt sich in Talamone schwer etwas sagen. Was aber sicher ist, durch die Lage der Berge im Umland, ist es einer der besten Thermikspots nach dem Gardasee in Italien. Also, alles an Segeln und Kites in den Kofferraum und ab in die Toskana. Wenn man mit der ganzen Familie oder als Paar unterwegs ist, findet man in der Umgebung auch schöne Badestrände oder stürzt sich im Norden von Talamone mit dem Mountainbike die Hügel runter. An windlosen Tagen bietet natürlich die Toskana mit all ihrer Schönheit und den kulturellen Hotspots wie Pisa, Florenz oder Siena so einiges. Aber auch das kleine Weinörtchen direkt in der Umgebung hält so einige Überraschungen im Keller parat. Da die nächsten größeren Städte nicht gerade um die Ecke sind und man hier vor Ort nur wenig shoppen kann, bekommt dieser Punkt auch nur 2,5 Sterne. Ausflüge auf die Insel Elba oder ins 160 Kilometer entfernte Rom bieten sich an. Wer aber noch genug Tage übrig hat, kommt von hier aus auch schnell nach Sardinien oder Korsika.
Party-People kommen hier nur schwer auf ihre Kosten. Wir befinden uns schließlich in der Provinz. So, noch ein paar Schläge. Dann geht es wieder langsam zurück zu meinem Startpunkt. Ja, das war ein Spitzenwindtag in Talamone. Nach 20,7 Kilometern und etwas mehr als einer Stunde Fahrzeit stelle ich meinen Trecker aus, fahre aber bis zum Sonnenuntergang noch, was das Zeug hält. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour gefallen. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich! Bis zum nächsten Spot-Report.